Im Farbrausch ist ja auch das Geräusch enthalten, was natürlich auch ganz spannend ist, weil ich wirklich auch in einem Rausch immer bin, wenn ich arbeite. Ich bin voll in der Malerei und das gibt mir halt ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich in der Landschaft arbeite, dann bin ich in meinem Element und dann bin ich wirklich wie in einem Rausch. Christopher Lehmfuhls Kunst ist wirklich eine Kunst, die die Schönheit der Welt, die Schönheit des Lebens feiert. Und Farbrausch ist ein Titel, der das so auf den Punkt bringt, wie man sich das besser gar nicht vorstellen kann. Wirklich mitten in der Farbe, in der künstlerischen Aktion, eine kraftvolle Kunst, eine ungeheuer präsente Kunst und eine Kunst, die perfekt dazu geeignet ist, uns alle in diesem Sommer auf heitere, fröhliche Gedanken zu bringen. Ich bin von der Ausstellung absolut begeistert, weil sie eigentlich ganz viele wichtige Themenschwerpunkte vereint. Also das Schöne ist ja, das sind ja fast alles Leihgaben von mir. Das heißt, die Bilder befinden sich in meinem Privatbesitz. Ich bin also ganz reich, wenn man so will, reich an Bildern, weil ich mir auch mal vorgenommen habe, von jedem wichtigen Malaufenthalt wenigstens ein oder zwei repräsentative Werke quasi zurückzuhalten für etwaige Museumsausstellungen, die vielleicht mal kommen würden. Und diese Rechnung ist aufgegangen. Natürlich enorm froh, dass eben hier auch Werke dabei sind, die ich auch nie verkaufen werde, wie zum Beispiel diesen Schwarz-Weiß-Zyklus, weil das für mich so wichtig ist, diese Bilder zusammenzuhalten. Selbst wenn ich sie natürlich nirgendwo im Atelier so zeigen kann, wie ich das hier der Fall ist. Was aber die Besonderheit der Ausstellung ist, ist eindeutig, dass hier eben, wie gesagt, so viele unterschiedliche Aspekte und sehr gegensätzliche Aspekte zusammenkommen. Nämlich wie zum Beispiel, dass ich sage, einmal die Schwarz-Weiß-Bilder, dann hat man hier meine großen Bergformationen, dann hat man hier den Schlossplatzzyklus als Beispiel, der ja zum Beispiel auch in der U-Bahn schon gezeigt wurde und auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Marburger Kunstverein habe ich das schon mal einmal inszeniert und da habe ich dann auch schon gemerkt, wie wichtig und groß diese Werke eben auch sind, weil ich meine, das kann man ja nirgendwo platzieren, ja, sonst. Also im Atelier habe ich dafür keinen Platz und ist ja mein umfangreichster Zyklus, der jetzt mittlerweile über 130 Großformate beinhaltet. Er ist ein Chronist vielleicht, insbesondere was seine Berlin-Bilder anbelangt. Also da ist er auch ein Chronist des Wandels dieser Stadt, der ständigen Großbaustelle. Und indem er eben Themen wie den Schlossplatz seit 10, 12, 13 Jahren immer wieder thematisiert und behandelt, ist er natürlich ein Chronist auch Berlins, aber er ist kein Dokumentar. Er ist natürlich ein Künstler, der das in seine eigene Handschrift und seine eigene Bildsprache umsetzt und keinen Anspruch auf dokumentarische Qualität damit verbindet. Also es ist eine Verwandlung, eine künstlerische Verwandlung von Architektur in dem Fall, von Stadtbild, von Stadtlandschaft. Das war natürlich eine Herausforderung, diese Wand hier mit diesen 18 Bildern zu Island zu bestücken, wenn man mal so sagen will. Und diese unterschiedlichen Formate, die wir hier haben, von wirklich fast miniaturhaft kleinen Leinwänden bis zu diesen Großformaten zu einem stimmigen Ganzen zu hängen.
Das ist natürlich auch das Schöne, man kommt natürlich hier ganz nah an die Malerei ran. Und die großen Bilder haben wir dann natürlich höher hängen können, höher hängen müssen. Aber die haben dementsprechend dann auch mehr Fernwirkung entwickeln können. So. Und absolut gelungen, weil das eben wirklich auch begriffen ist. Also auch so dieser Blick in die Weite. Weil es ist, so meinte ich das jetzt auch. Also, dass die großen Bilder sozusagen erstmal das Gesamte verdeutlichen sollen, wohingegen die kleinen Zitate an die großen Bilder sind. Und nochmal mit, ja, vielleicht nochmal einer kleinen Variation. Also das war ja auch wirklich ein atemberaubender Moment. Und ich kann mich auch erinnern, als wir das Bild da, als ich das malen wollte, da kam gleich jemand vom Nationalpark und hat gesagt, sie haben keine Genehmigung, sie müssen sofort das hier verlassen. Keine Farbe auf dem Boden und so weiter. Ich dachte, ich höre nicht recht, bin doch hier in Island. Aber nichts da, dann bin ich zu den ganzen Ämtern und dann haben die mir dann noch freundlicherweise doch noch für den Tag eine Genehmigung ausgestellt, mit der ich dann quasi beim selben Ranger dann ganz freundlich empfangen wurde plötzlich. Also, aber da sind dann mal ein paar Stunden vergangen dazwischen. Ja. Spannend ist mal bei den Kleinformaten auch in das Weiß hinein zu gucken, weil da sieht man ja diesen Vulkanstaub, der da ja sich natürlich auf der feuchten Farbe abgelagert hat, dort, während du dort gemalt hast. Ja, genau. Also das ist, finde ich, immer so besonders spektakulär einfach nochmal, weil da sieht man einfach oder kann nachvollziehen, wie du da mit diesen Elementen auch arbeitest und wie du dich auch so einfach diesem, dem Wetter, der Witterung, aber in dem Fall auch eben diesen örtlichen Gegebenheiten auf Island auslieferst. Richtig. Und echt so ein Riesenpaket zusammengeschraubt habe, also so ein Tageswerk sozusagen. Und dann mussten die Bilder natürlich da oben bis zu 7-8 Stunden in diesem auf dem Boden liegen. Und da ist ja permanent Wind. Und das weht drauf. Und ich sage jetzt mal, wenn man da am Ende das Bild noch sieht, ist okay. Er ist auf gewisser Weise auch ein Performance-Künstler. Und obwohl er ja auch teilweise sehr in sehr abgeschiedenen Gegenden malt, ohne Zuschauer, ohne Zaungäste, kann er das eben auch absolut auf einem belebten Platz mit 20, 30 Leuten, die ihm über die Schultern schauen. Es stimmt natürlich, dass er dadurch in die Stadt auch natürlich noch mal anders einbringt und in die Gesellschaft anders einbringt. Er agiert ja auch, wenn er im Stadtraum malt, oder es muss gar nicht der Stadtraum sein, es kann auch auf der Plattform am Großglockner auf 2000 Meter sein. Da stehen auch Touristen dann um ihn herum, Bergsteiger, die ihm beim Malen zuschauen. Das gehört dazu, genauso wie das Wetter dazu gehört, genauso wie er eben dann im Sturm malt und die Umwelteinflüsse Einfluss nehmen auf seine Malerei, nimmt er auch die Kommentare der Leute auf. Also er unterhält sich dann zum Teil mit den Passanten, mit den Zuschauern und das spielt eine Rolle. Wenn ich hier oben bin, habe ich auch jedes Mal das Gefühl, diese Weite zu spüren. Das ist für mich gerade so als Städter besonders befreiend, nichts zu haben, was einem im Weg steht. Das ist einfach so dieser freie Blick. Es ist ein Kraftort. Das Licht ist hier im Norden ganz besonders rein und klar.
Das ist das ja, was auch viele Maler begeistert hat. Also es hat eine unheimliche Schärfe und Klarheit und es gibt sehr schöne Kontraste. Ich finde ja das Schöne gerade, und das kann man ja nicht erzeugen im Atelier, diese Erfahrung, dass man sozusagen die Zeit des Malprozesses ja auch die ganzen Lichtelemente in das Bild mit einfließen lassen kann. Ja. Teilweise habe ich das Pech, dass dann halt auch wirklich das Licht weg ist, zum Beispiel. Ich habe ein sehr fotografisches Gedächtnis für Lichtsituationen und kann die auch abspeichern und kann die auch eine Lichtstimmung nachkonstruieren anhand der Komposition, die ich vor mir sehe, weil ich diesen eine Minute oder wenigen Sekunden von Licht abgespeichert habe. Ja. Ganz anständig gelernt mit dem Pinsel als Student. Und dann war so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich im Atelier an einem Bild noch eine Korrektur machen müssen, weil da Farbe runtergetropft war. Und ich war zu faul, ins Auto zu gehen, Pinsel zu holen, sondern habe ich gedacht, ach, dann nimmst du jetzt einen Handschuh. Habe die Farbe angefasst und angebracht und dachte, das fässt sich gut an. Ich mag diese Haptik und so ist es dann jetzt über die Jahre passiert, dass ich eigentlich den Pinsel komplett weglasse. Und es ist halt, sagen wir mal so, es hat den großen Vorteil, dass man viel direkter an der Malerei ist. Farbe hat ja auch immer die Temperatur der Umgebung. Also wenn es Winter ist, ist es wie mit Eiscreme malen und im Sommer verbrennt man sich fast die Finger, wenn die Farben in der Sonne stehen. Für mich ist das die ideale Form des direkten Umgangs. Also es ist im Prinzip ein direkter Fluss, der vom Innen nach außen sich vollzieht. Da ist nichts mehr dazwischen, kein Filter. Du musst erst mal rein, ich muss den Wagen wegfahren. Bleibst du kurz bei dem Bild? Die kommen da nicht ran. Das Bild hat eine Höhe von 1,80, das daneben von 1,90. Aber es ist auch wirklich das einzige Bild, was anders ist als die anderen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie platzieren wir das Ganze dann, damit es dann einheitlich wird. So geballt habe ich die eben auch noch nie nebeneinander platzieren können. Ich habe ja nirgendwo den Platz. Ja. 100 Meter, wo hat man so viel Platz? Schon fantastisch. Thank you.
Das finde ich halt irgendwie schön, wenn man dieses Chaos wieder in einen Ruhekontext setzt. Ja? Man eine klare Fläche hat durch den Himmel beispielsweise oder durch ein architektonisches Element. Also dadurch bekommt das Abstrakte wieder eine konkrete Form. Damit versuche ich ja auch, Elemente auch der Kunstgeschichte aufzugreifen und mehrere Sachen zu vereinen, weil ich ja nicht nur eine Richtung gut finde. Also es ist für mich ganz entscheidend, dass ich jetzt nicht nur malen möchte wie Nolde oder wie Hockney oder Hopper oder Monet oder ähnliches. Also ich nehme mir von all diesen großartigen Kollegen das, was ich für meine Malerei brauche. Mit meinen Eltern verbinde ich halt sehr viele unterschiedliche Aspekte. Also das Heimliche da, die Atmosphäre, die sie geschafft haben, aber eben auch die vielen Reisen. Wir haben unterschiedliche Orte wahrgenommen. Hier zum Beispiel meine Mutter in Portugal oder hier in der Algarve oder Ähnliches. Und wo wir also tolle Weltreisen auch gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich dadurch auch vielleicht so meine Affinität zum Reisen generell entwickeln konnte, dass es also auch was ganz Besonderes ist. Und meine Eltern haben von Anfang an das unterstützt mit der Malerei. Die haben gemerkt, also ich war jetzt kein blendend guter Schüler. Ja, ich denke mal so im absoluten Durchschnitt. War aber das mit der Kunst irgendwie schon mit sehr frühen Jahren, mit 8 Jahren habe ich ja angefangen nach so einer Impressionistenausstellung, die impressionistischen Reproduktionen, die bei uns dann zu Hause hingen, abzumalen. Und dann haben meine Eltern gesagt, wow, das ist ja richtig gut. Da habe ich also Monet und Pissarro und auch Van Gogh Bilder abgemalt. Und dann hatten sie mir privaten Malunterricht ermöglicht, was mich natürlich begeistert hat. Der Tod meiner Eltern, das war 2018, da sind beide Eltern innerhalb von 2 Wochen verstorben. Erst meine Mutter nach langer Krankheit, und es war auch ein sehr skurriler Moment, weil das war der letzte Tag meiner großen Ausstellung in der U-Bahn unter den Linden, und 2 Wochen später, einen Tag nach der Beerdigung, ist mein Vater verstorben, der noch auf der Ausstellung war. In eine Depression verfallen, aber man kann es auch positiv nutzen und sozusagen diese tiefe Trauer in Dankbarkeit umwandeln, indem man sozusagen nochmal durch das ganze Leben alle Stationen nochmal sich vergegenwärtigt. Und das habe ich in dem Jahr 2019 gemacht. Also das war im Prinzip mein Trauerjahr, wo ich also nichts anderes gemalt habe, also mit ein paar Ausnahmen, als diese Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe keine Farben gesehen. Ich habe einem Galeristen gesagt, ich mal dir schwarzen Raps. Da war er ganz entsetzt. Ich habe gesagt, weißt du was, mich interessiert das alles nicht. Ich muss das jetzt erstmal zu Ende führen, und ich wollte erst so ein paar Hommagen an meinen Vater malen, der ja wirklich ein begnadeter Fotograf war. Und auch wie er das Berlin der 60er Jahre festgehalten hat mit dem Mauerstreifen und auch wie ich es persönlich selber erlebt habe. Und ich denke, er hat es damals enorm gut festgehalten. Und dann habe ich gesagt, das male ich jetzt erstmal ab, um sozusagen ihn als Ideengeber am Ende auch ein bisschen zu würdigen. Und
dann habe ich aber sehr viel mehr Fotografien noch entdeckt, die auch er gar nicht gemacht hat, sondern die aber unsere Familiengeschichte beleuchtet haben, wie zum Beispiel mit der alten Brotfabrik oder meine Großeltern, die wirklich in der Prenzlauer Promenade eigenes Lehmfuhlbrot hergestellt haben. Ja, das hatte meine Großmutter, während mein Großvater im Krieg war, hat die Brotfabrik aufgebaut. Die war also eine unglaublich talentierte Unternehmerin und habe dazu also auch ein paar Texte gelesen. Es war also voll interessant und gut, mal so einzusteigen in meine eigene Familiengeschichte. Muss ich die Reihenfolge einhalten, oder? Dann fangen Sie mit dem Künstler noch an. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich sehr. Wirklich. Ja, hallo. Moin. Wir sehen uns auch wieder, genau. Das letzte Mal Bundeswehr. Ja, freue ich mich. Ja, das ist so ein Glücksfall. Also da bin ich so dankbar, weil wir haben so lange darauf hingearbeitet, fast 2 Jahre Arbeit. Ja. Ist natürlich der perfekte Raum für meine Bilder. Wirklich für mich eine ganz wichtige Möglichkeit, auch mal so einen Querschnitt zu zeigen. Wow, sehr cool. Ja, das, da entstand ist auch das Bild, was bei mir im Bundesrat. Im Büro. Super. Ja. Und das war bei Orkanböen gemalt worden. Ich musste das Bild da anspannen, damit es nicht wegfliegt. Und muss mir ja immer dann auch den Winkel aussuchen, wo dann die geringste Angriffsfläche ist. Und dann geht's los. Ne? Und man sieht ja an den Schaumkronen, das war wirklich, waren so ein paar Tage, wo wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten waren. Es flog kein Flugzeug. Und die Fähre war auch nicht. Auf der Fähre will man bei den Wellen auch wirklich nicht sein. Also die 4 Stunden mache ich sowieso nicht. Ich mag nicht fliegen. Mhm. Aber nach Helgoland fliege ich immer, weil ich diese Schifffahrt immer fürchterlich finde. Weil so ein Wellengang ist. Boah. Und dann so einen Tag sehr leicht dran zu denken. Obwohl fliegen wirklich würde ich an dem Tag auch nicht, muss ich sagen. Das ist natürlich hier der Hauptsaal. Ja. Und mit einem Hauptwerk noch, also hier aus dem Zyklus Die neue Mitte. Und dann sieht man das Staatsratsgebäude, RSMT und dann hier den Berliner Dom. Dann müssen die auch mal irgendwie einen Ort finden, wo man da auch gut hingucken kann, ne? Und wo man auch ein bisschen Ruhe hat. Ne? Man kann da irgendwo an der Straße stehen. Doch, ich stehe mitten im Getümmel. Christopher zieht sich nie in eine Ecke zurück. Er setzt sich wirklich dem Wetter, aber auch den Kommentaren aus. Und ich glaube, das macht es auch so spannend, weil du einfach mitbekommst, wie die Leute reagieren. Da kommen super Kommentare. Manche sind halt grenzüberschreitend, aber es gibt auch wirklich ganz tolle Feedback. Naja, das ist lustig. Lustige waren zum Beispiel auch am Schlossplatz gemalt. Da meinte eine Frau, es war nicht ganz so schön, sondern lustig. Ich meine, sie malt auch Aquarell, aber nicht so dick. Ja, zum Beispiel. Oder dass man dann halt eben sagt, ja, warum malen sie denn dieses die scheußliche Humboldt-Forum und das muss man noch abreißen. Diese Kraft der Bilder, das ist schon was Besonderes, was natürlich auch diesen Stil ausmacht. Aber er lässt sich ja auch durch viele Auslandsreisen inspirieren. Wir haben persönlich, ehrlich gesagt, auch viele Gemeinsamkeiten. Das verbindet vielleicht auch. Wir sind ja fast ein Alter, muss man sagen. Und haben sozusagen auch ähnliche Lebensbiografien zu den gleichen Zeiten studiert, was völlig gegensätzlich ist. Also wir sind, glaube ich, dann deswegen auch unterschiedliche Typen. Wenn man mich an so ein Bild lassen würde, würde man nicht viel erkennen. Dafür könnte er vielleicht kein Land regieren, ich weiß es nicht. Ich kann mich da einfach drin festgucken. Also ich, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber bei mir ist es schon so, dass ich Kunst einfach mag, wo ich auch was erkennen kann. Sich das so anzugucken, so reinzudenken in die Bilder, das fasziniert mich einfach total. Und das macht Christopher Lehmfuhr ja wirklich absolut perfekt. Also ich kann mich da schon festsaugen in den Bildern. Darf man das sagen? Festsaugen? Ja, ich schon so.
Auf eine Art sind die Aquarelle das komplette Gegenteil von dem, was Lehmpool bei den Gemälden macht, wo er aufbaut Schicht für Schicht, bis wirklich reliefartig dick die Gemälde in dieser Plastizität erscheinen. Bei einem Aquarell ist es so, da wo es am hellsten ist, da scheint das Papier durch. Sie müssen also am Anfang schon wissen, für das Licht, wo lasse ich das ganz frei, dass das Papier noch durchscheinend ist. Bei dieser Serie an dieser Wand zu den Bildern aus dem letzten Jahr, aus der Corona-Zeit. In dieser Situation hat er gar nicht immer rausgehen wollen. Die ganze Atmosphäre, die leeren Straßen, die Angst, die in der Atmosphäre lag, hat ihn dazu gebracht, viel mehr in der Wohnung zu Hause zu arbeiten. Und es ist so eine ganze Serie entstanden, hat täglich mindestens ein Aquarell gemalt. Eine ganze Serie von Sachen, die wirklich den Künstler in seiner engsten Umgebung, im ganz Privaten zeigen, verschiedene Ausschnitte. Hier die Wagenfeldlampe auf dem kleinen Tischchen, weil tatsächlich dieses auf sich geworfen sein, das wir alle erlebt haben im ersten Lockdown, sich hier in der künstlerischen Arbeit ganz stark widerspiegelt. Und als es dann die ersten Lockerungen gegeben hat, beginnt auch der Künstler so die nächste Umgebung, Charlottenburg, West-Berlin-Zentrum, weiter für sich zu erkunden. Ich nehme jeden Künstler ernst, egal was er macht und welche Position er vertritt, wenn ich merke, da ist eine Ernsthaftigkeit dahinter. Dann bleiben die bei ihrem Thema und die sind dabei. Und das, ich denke mal, darum geht's. Und die Malerei ist ja nur Mittel zum Zweck. Es gibt nicht nur einen Weg, um ans Ziel zu kommen.